Na, es war ja so, hätte Sonja ihm den Mittelfinger gezeigt, hätte ich das ja wohl gesehen. Und ihr Nachbar auch. Aber wir waren total perplex, was da eben gerade passiert ist. Und dann hat Sonjas Nachbar, der war auch da, uns den einzig richtigen Rat gegeben und gesagt, wir sollen hinterherfahren, weil nicht, dass Sonja die Reparaturen selber zahlen muss. Wie lief denn die Verfolgung dann genau ab? Naja, die Verfolgung hat eigentlich schon wieder aufgehört, bevor sie richtig begonnen hatte. Der Fahrradfahrer hatte relativ viel Vorsprung. Dann haben wir nur noch um die Ecke biegen sehen und dann sind wir hinterher. Aber als wir dort waren, waren nirgendwo mehr zu sehen. Dann sind wir halt auf gut Glück weitergefahren. Ich meine, da war ich schließlich nur auf dem Fahrrad unterwegs. Aber er war leider nirgendwo mehr zu sehen. Und dann hat der epileptische Anfall begonnen. Ich habe es erst gar nicht bemerkt, dass Sonja weggetreten war. Weil es ging ja geradeaus, aber dann muss sie angefangen haben zu krampfen. Und ist irgendwie aufs Gaspedal und dann sind wir unkontrolliert weitergeschossen. Und ich saß daneben und ich konnte nichts machen. Haben Sie versucht, Steuer zu übernehmen? Natürlich, ich habe versucht, ins Lenkrad zu greifen. Aber sie hat sich so festgekrallt, dass sich kein Millimeter bewegt hat. War denn dieser Krampfanfall kurz vor der Kollision wieder vorbei, sodass Ihre Freundin wieder aktiv das Steuer führen konnte? Keine Ahnung, ich habe nur nach vorne geschaut und mich festgehalten. Aber bei so einem Krampfanfall, da zuckt man ja auch. Wahrscheinlich hat sie in dem Moment, wo diese Lücke da war, das Lenkrad zufällig verrissen. Ihre Freundin hatte keinen Anfall. Das haben Sie doch nur erfunden, damit sie sich drücken kann vor ihrer gerechten Strafe. Mir ist klar, dass Sie wütend und traurig sind und einen Schuldigen suchen. Aber es ist nicht immer alles so schwarz und weiß. Wie kann man nur so abgebrüht und herzlos sein? Wegen dieser Frau ist sein Familienvater gestorben. Sie sollten mal unsere Kinder sehen. Die sind 3 und 5. Jeden Tag fragen Sie mich nach Ihrem Vater. Was soll ich denen sagen? Warum lügen Sie für diese Frau? Ich lüge nicht. Es steht schon einiges auf dem Spiel für Ihre Freundin. Hatte Ihre Freundin wirklich einen Anfall? Oder behaupten Sie das hier nur, damit sie einigermaßen glimpflich aus diesem Verfahren rauskommt? Sehen Sie mich doch an, ich hätte bei dem Unfall genauso gut sterben können. Wenn Sonja diesen Mann absichtlich umgefahren hätte, dann hätte ich ja wohl auch jeden Grund, das hier zu sagen. Wie hat sich denn Ihre Freundin nach der Kollision verhalten? Keine Ahnung, ich war erst mal mit mir selber beschäftigt. Der Airbag hat sich zwar ausgelöst, aber ich hatte eine Glasflasche in der Hand und die ist zersplittert. Und dann habe ich heftig im Gesicht geblutet. Und dann bin ich erst mal ausgestiegen und habe versucht, dem Radfahrer zu helfen, zusammen mit seiner Frau. Aber da war nichts mehr zu machen. Sie haben also überhaupt keine Ahnung, was Ihre Freundin in der Zeit gemacht hat? Ich glaube, sie ist im Auto sitzen geblieben. Aber damals habe ich jegliches Zeitgefühl verloren. Also es gibt ein neurologisches Gutachten, ja? Und laut Auskunft des neurologischen Sachverständigen ist es so, ein Epilepsie, auch Krampfleiden im Allgemeinen, ist Folge von synchrone Entladung von Neuronengruppen im Gehirn. Und ein epileptischer Anfall beginnt in der Regel mit einer tonischen Phase, in der sich der Patient in tiefer Bewusstlosigkeit befindet. Nach einigen Sekunden folgt dann ein Krampfanfall, der in der Regel 1 bis 2 Minuten dauert. Anschließend fällt der Patient nach einer kurzen Phase der Bewusstheit in den tiefen Schlaf, aus der nur sehr schwer aufzuwecken ist. Ja, aber kein Wunder, dass meine Mandantin nicht ausgestiegen ist. Sie war vor Erschöpfung eingeschlafen. Erst als Passanten zu Hilfe kamen und sie aus dem Auto rausziehen wollten, da ist sie natürlich aufgewacht. Also ich glaube kaum, dass sich jemand, der angeblich einen derartig schweren epileptischen Anfall gehabt hat, so leicht aufwecken ließe. Außerdem haben die Ersthelfer der Polizei überhaupt nichts davon erwähnt, dass die Angeklagte geschlafen hätte oder sonst irgendwie nicht ansprechbar gewesen wäre. Lassen Sie es mal den Neurologen entscheiden, bitte. Wie lange sind Sie denn eigentlich schon mit der Angeklagten befreundet? Seit der Schulzeit, seitdem wir ungefähr 12 Jahre alt sind oder so. Haben Sie denn damals jemals einen epileptischen Anfall bei ihr mitbekommen? Ja, 2-mal. Da war ich bei ihr zu Hause zum Spielen. Dann hat sie angefangen zu krampfen. Mhm. Aber das waren nur fokale Anfälle. Das heißt, die betreffen nur einen Teil des Gehirns und sind dann nicht so heftig. Wenn Sie Ihre beste Freundin waren, dann haben die Eltern der Angeklagten Sie doch mit Sicherheit instruiert, was zu tun ist, wenn es noch mal zu einem richtigen Anfall kommt, oder? Ja, also theoretisch wusste ich schon, was in so einem Fall auf mich zukommt und wie ich richtig reagieren könnte. Sie wissen also genau, wie so ein Anfall abläuft. Und deshalb glaube ich nämlich auch, dass Sie uns hier nicht etwa die Ereignisse aus dem Auto herausschildern. Sie erinnern sich doch einfach nur an Ihre Kindheit, an Ihre Schulzeit, um die Angeklagte zu schützen. Nein! War es nicht so, dass die Angeklagte gezielt auf Herrn Bohle zugefahren ist, weil sie dachte, den Fahrradfahrer vor sich zu haben, der ihren Seitenspiegel abgeschlagen und abgetreten hatte? Meine Freundin hat den Fahrradfahrer nicht absichtlich umgefahren. Sie ist doch keine Psychopathin. Ja, das behauptet ja auch niemand. Mir reicht schon, dass sie zu cholerischen Anfällen neigt. Und ich bin absolut sicher, dass ihr die Sicherungen wegen dieses Seitenspiegels durchgebrannt sind. Meine Freundin war dieser Fahrradfahrer doch total egal.
egal. Schuld an dem ganzen Unfall war nur der epileptische Anfall. Entschuldigen Sie mal bitte, mit Ihrem epileptischen Anfall können Sie gleich mal aufhören. Sie beide sind geblitzt worden, als Sie mit gerade mal knapp 80 km/h über diese Kreuzung gebrettert sind. Und dabei ist dann eben auch ein Foto entstanden. Und da erkennt man überhaupt nichts, was auf einen epileptischen Anfall hinweist. Wir können uns das gerne mal anschauen, das Foto. Ja, das hätte ich auch gerne beantragt. Hier ist erkennt der Beschluss, dass wir den Augenschein genommen. Wie bitteschön soll dieses Foto, das nur wenige Sekunden vor dem Aufprall entstanden und aufgenommen worden ist, mit einem epileptischen Anfall zusammenpassen? Da haben Sie jetzt keine Erklärung. Dann also, schauen Sie sich doch bitteschön mal den hassverzerrten Gesichtsausdruck der Angeklagten an. Die ist doch blind vor Hass und hatte nur noch den Fahrradfahrer vor sich vor Augen. Das sieht man doch ganz deutlich. Ja, aber Frau Kollegin, haben Sie nicht vorher noch selbst zu mir gesagt, ich soll die Augen nicht vor der Wahrheit verschließen? Schauen Sie sich das Bild doch mal an. Das ist doch ein ganz starrer Blick, ein völlig unnatürlich verzerrter Gesichtsausdruck. Das sind die klassischen Zeichen für einen Krampfanfall, Frau Kollegin. Deswegen schaue ich auch so geschreckt, weil ich wusste, dass Sonja das Auto nicht mehr unter Kontrolle hatte und dass wir zwangsläufig irgendwo dagegen fahren würden. Na, immerhin hat sie ja noch relativ zielstrebig die Lücke zwischen den zwei geparkten Autos gefunden, oder? Was ja auch kein Wunder war, weil sie nämlich bei Bewusstsein war, bei ganz klarem Bewusstsein. Sehen Sie übrigens die Hände und die Knöchel der Angeklagten? Die sind nicht weiß, die heben sich nicht weiß vom Lenkrad ab. Das genau wäre aber der Fall gewesen, hätte die Angeklagte einen Anfall gehabt und ihre Hände hätten sich um das Lenkrad gekrampft. Ach, jetzt hören Sie doch mal auf. Es gibt so viele verschiedene Arten von Krampfanfällen. Da wollen Sie mir doch nicht das Ganze an. Wollen Sie mir doch das Ganze nicht anhand von irgendwelchen weißen Fingerknöchelchen da weiß machen? Warum machen Sie das jetzt also bitte schön lächerlich? Ich denke, dass wir die Diskussion eh besser auf später verschieben, wenn der Neurologe dann sein Gutachten hier erläutert. Eben, der wurde ja auch nicht umsonst geladen. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Ahnung als Sie, Frau Staatsanwältin. Also, um zu sehen, dass die Zeugin für die Angeklagte lügt, brauche ich keinen Gutachter. Ich meine, die Ehefrau des Opfers hat ja schließlich noch gehört, wie die Angeklagte Bruchteile vor dem Aufprall geschrien hat, du Scheißkerl. Wie will sie denn das gehört haben bei dem Motorlärm? Und außerdem stand sie ja noch 10 Meter weit entfernt oder so. Hat Ihre Freundin vor dem Aufprall kurz vorher was ausgerufen? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Glauben Sie das oder wissen Sie es? Nein, sie hatte ja einen Krampfanfall, da kann sie ja gar nichts ausgerufen haben. Ich habe sie aber gehört. Was weiß ich? Vielleicht habe ich ja was ausgerufen. Ich meine, ich hatte Todesängste. Vielleicht habe ich Sonja angeschrien. Mit du Scheißkerl, das wäre aber seltsam, oder? Sie klang richtig hasserfüllt, als sie das gebrüllt hat. Und Sie haben Ihre Freundin auch dermaßen geschockt angeguckt. Ich habe sie doch durch die Windschutzscheibe gesehen. Mir ist klar, dass Sie einen Schuldigen für den Unfall suchen, aber Sonja kann doch nichts dafür. Ich meine, Schuld an dem Ganzen war nur der epileptische Anfall. Und von Anfall ist doch schließlich Schicksal, oder? Warum lügen Sie? Ist Ihnen nicht klar, was die Situation für die Kinder und für mich bedeutet? Wissen Sie, die Frau Bohle will Gewissheit haben, denke ich. Gewissheit, wie das Ganze wirklich war. Und ich glaube, diese Gewissheit, die hat sie auch verdient. Und das habe ich gesagt. Sonja hatte einen Anfall. Noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen bitte hinten Platz. Anton Grell, bitte. Guten Tag, Herr Grell. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ja. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Anton Grell, 60 Jahre alt, Sie wohnen in Bonn. Sie sind ledig, Frührentner, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein. Ihre Nachbarin, die soll den Herrn Pfleger, das ist der da hinten, verfolgt haben, weil der als Fahrradfahrer ihr kurz zuvor einen Außenspiegel weggetreten haben soll. Ja? Als dieser Spiegel da beschädigt wurde, da sollen Sie dabei gewesen sein. Ne? Was haben Sie denn beobachtet? Ja, ich habe den Müll runtergebracht und die Nachbarin, die hatte den Wagen gerade geparkt und dann kam der Radfahrer, der war total wütend, hat geschimpft, hey, was soll das denn? Und ich hätte mir ja beinahe den Hals brechen können. Und dann hat er gegen den Spiegel auf der Fahrerseite getreten. Hat es nach diesem Tritt an den Spiegel noch einen Disput zwischen den beiden gegeben? Nee, ich habe ihn ja angesprochen. Ich habe gesagt, was soll das denn? Du kannst doch nicht hier das machen, du musst auf jeden Fall den Schaden ersetzen und rufe ich nämlich die Polizei. Und der hat es einfach so im Staub gemacht. Muss ich mal vorstellen, ich meine, man macht sowas, ja. Und ob sie sich da vorher irgendwie mit ihm da in Gefahr gebracht hat oder so, das kann ich nicht sagen. Ich kam nämlich aus dem Eingang auf die Straße. Meine Nachbarin stand am Randstein. Ne? Ja, aber jedenfalls im Vergleich zu ihrer Nachbarin hat sich Herr Pfleger doch relativ zivilisiert verhalten, oder? Ich meine, besser mal lässt seine Wut an einem Seitenspiegel aus als an einem Menschen. Ja, also ich hätte ja den Radfahrer sofort an ihrer Stelle verfolgt. Ich wollte zu ihr rübergehen, ihr das sagen. Ja? Was glauben Sie, wie die mich angeschrien hat? Die hat mich angemotzt. Was wollen Sie überhaupt von mir?
Und ich habe zu ihr gesagt, hören Sie, wenn Sie sich beeilen, dann können Sie den Radfahrer noch erwischen, auf jeden Fall. Ach, ich hätte damals die Schnauze halten sollen, das war ja Blödsinn. Wie hat sie denn dann darauf reagiert? Sie hat sofort den Motor angemacht und ist dem hinterher gedüst. Was dann passiert ist, weiß ich nicht. Ne? Ich meine, ich weiß nur, dass ich damals einen Fehler gemacht habe. Ich hätte sie beruhigen sollen, anstatt sie auch noch anzustacheln. Mhm. Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarin denn? Ja, wie man so Nachbarn halt kennt. Ne? Man spricht hin und wieder mal ein paar Worte miteinander, mehr aber auch nicht. Und was für ein Typ ist sie? Ist sie eher ruhig und ausgeglichen oder wird sie sehr schnell wütend? Ja, ausgeglichen ist sie also in keinem Fall. Ja. Sie ist wütend, das geht bei ihr bis zur Cholerik. Ja. Da fragen Sie bei uns im Haus mal nach, ja. Da werden Sie hören, dass sie mal ganz gern von jetzt auf gleich ausflippen kann. Haben Sie selbst auch mal erlebt? Ja, bestimmt. Ein bis zweimal. Deswegen mache ich mir so große Vorwürfe, Herr Richter. Ich hätte wissen müssen, dass sie wütend ist. Weil ich mich zweimal gestritten habe und dabei vielleicht etwas lauter gewinnen. Können Sie nicht vor allen hier sagen, ich wäre Cholerikerin? Geht's noch? Hören Sie mal, ja. Ich meine, ich bin zwar kein neugieriger Mensch, ja, aber sagen wir mal so, wenn bei uns im Hause Krach ist, das kriege ich mit, das können Sie glauben. Gab es bei der Angeklagten öfter Streit? Ja, klar. Klar, sie hat ja so öfter ihre Beziehung mal gewechselt. Ne? Die ging ja in die Brüche und dann wurde ja auch mal Geschirr zerteppert, ne? Habe ich gehört. Das passt doch auch dazu, dass sie damals die Nerven verloren hat und deswegen den Radfahrer verfolgt hat. Mein Mann musste sterben, nur weil sie ihn verwechselt hatte. Meine Kinder stehen jetzt ohne Vater da. Sie wissen nicht, wie das ist, mit zwei Kindern den Alltag zu bewältigen. Obwohl mir immer zum Heulen zumute ist. Das muss unheimlich schlimm für sie sein. Und ich meine, dass die beiden sich kannten, ne? Ich meine, das macht ja die Sache ja noch viel tragischer. Wer kannte sich? Ja, meine Nachbarin und das Unfallopfer. Aha. Ach, etwa nicht? Nein, natürlich nicht. Ich kannte diesen Moment, Mann nicht. Moment, wieso glauben Sie, dass die beiden sich kannten? Ja, weil ich den Mann habe ich 2 bis 3 Mal bei uns vorm Haus gesehen. Ja, und wieso sagen Sie das erst jetzt? Ja, ich wusste doch vorher nicht, wie das Unfallopfer aussah. Wussten Sie, was der Herr bei Ihnen im Haus gemacht hat? Ja klar, also ich bin davon ausgegangen, dass er zu ihr gegangen ist. Ich meine, wen hätte er sonst besuchen sollen? Über uns, da wohnt die alte Frau Huber, die ist 85 Jahre alt, zu der wird er nicht gehen, oder? Das frage ich mich jetzt allerdings auch. Also so langsam bin ich mir gar nicht mehr sicher, dass es sich hier um eine Verwechslung der beiden Fahrradfahrer gehandelt hat. Vielleicht haben Sie Herrn Bohle ja ganz gezielt überfahren. Was soll man denn bei dieser Frau gewollt haben? Ach, mein Nachbar irrt sich. Ich kannte diesen Mann überhaupt nicht. Was? Jetzt sagen Sie auch mal was, ja? Sie kannten den doch auch, oder? Ich doch nicht. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja klar kannten Sie den. Ich habe Sie 2, 3 Mal bei uns vom Haus gesehen. Da haben Sie sich mit ihm unterhalten. Nochmal Belehrung. Sie müssen hier die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten. 55 StPO. Stimmt das denn? Sie haben gerade sehr seltsam reagiert. Ich kannte diesen Mann nicht. Genauso wenig wie Sonja. Wenn es eine Vorgeschichte gibt zwischen Ihrer Freundin und dem Unfallopfer, dann müssen Sie uns das jetzt sagen und damit rausrücken. Ich habe ja von Anfang an vermutet, dass Sie für Ihre Freundin lügen. Aber dass es hier tatsächlich eine Vorgeschichte zwischen dem Unfallopfer und der Angeklagten gegeben haben soll, dafür hat er bisher überhaupt nichts gesprochen. Daran hätte ich im Traum nicht gedacht. Warum decken Sie diese Frau? Sie hat meinen Mann absichtlich totgefahren. Das ist auch so schon grauenvoll genug für mich. Aber ich bitte Sie, können Sie nicht wenigstens jetzt sagen, was hinter all dem steckt? Und was wirklich passiert ist? Ich will doch nur die Wahrheit wissen. Mensch! Es ist ein Mensch zu Tode gekommen. Sie saßen mit im Auto. Jetzt machen Sie den Mund auf. Ja, stimmt. Wir kannten Thomas. Sonja hat sich über beide Ohren in ihn verliebt. Genauso wie Thomas. Zumindest hat er das immer behauptet. Was soll denn das heißen? Dass mein Mann eine Affäre hatte? Wann war denn das? Na, die letzten Monate oder so. Sonja wusste nicht, dass er Familie hatte. Sie haben sich die letzten Monate immer wieder getroffen. Und er hatte die große Liebe vorgespielt. Waren das die Tage Dienstag und Donnerstag? Ja, das waren ihre festen Tage. Mein Mann kam wirklich an diesen Tagen öfter mal später nach Hause. Oder musste noch mal weg. Angeblich, weil er ein wichtiges Projekt hatte. Und hat Ihre Freundin dann erfahren, dass er Familie hatte irgendwann? Ja, und zwar am Unfalltag, und zwar von mir. Ich habe selber erst von einer Bekannten erfahren, die ihn zufällig mit seinen Kindern in der Stadt gesehen hat. Und dann habe ich sie natürlich sofort erzählt, als sie mich abgeholt hat. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie war natürlich total geschockt und sie hat überhaupt nicht mehr auf den Verkehr geachtet und hat sie beinahe diesen Radfahrer umgefahren. Na also, das habe ich doch gesagt. Sie wollte nur zu Thomas und ihn zur Rede stellen und sonst wirklich nichts. Diese Frau wusste auch noch, wo wir wohnen? Ja, auch wenn Thomas sie nie mit dorthin genommen hat. Ich habe noch versucht, sie zu beruhigen. Aber sie hat nur rot gesehen. Und was war mit dem kaputten Spiegel? Der war Sonja in dem Moment doch total egal. Sie wollte nur zu Thomas und ihn zur Rede stellen. Also,
Ich hätte schwören können, dass sie hinter mir her war. Ja, das war offensichtlich nur purer Zufall. Denn von der Stelle, wo Sie ihr den Seitenspiegel abgetreten hatten und angesichts dieser ganzen Einbahnstraßen hier, war der Weg, den sie hier genommen hatte, der kürzeste zum Haus von Herrn Bohle. Ich habe die ganze Fahrt über noch versucht, auf sie einzureden und ihr zu sagen, sie soll langsamer fahren und sich beruhigen. Aber sie hat total auf Autopilot geschalten. Und als dann Thomas vor ihr stand, dann hat sie das Lenkrad rumgerissen und auf ihn zugehalten. Ich würde ihn jetzt mal ganz dringend raten, sich selbst zu äußern. Hat sich die Kollision so zugetragen? Hat sie einen epileptischen Anfall gehabt? Nein, oder? Nein. Ich verstehe nicht, wieso Sie für Ihre Freundin unter den Umständen gelogen haben. Na, nach dem Unfall wusste ich, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Und an der Situation konnte ich ja eh nichts mehr ändern. Und irgendwie hat es Thomas ja auch selber verschuldet. Und außerdem habe ich mich schuldig gefühlt. Schließlich war ich es, die Sonja erst so zum Ausflippen gebracht hat. Und wessen Idee war es dann zu behaupten, dass sie einen epileptischen Anfall hatte? Nach dem Unfall hat Sonja gesagt, sie würde auf einen epileptischen Anfall machen. Und ich, wie gesagt, ich musste eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich halt der Polizei gesagt, dass sie einen Anfall hatte. Die Anzeichen kannte ich ja noch von früher. Und dann haben sie es mir auch gleich geglaubt. Es ist schon kurios. Jeder fühlt sich in irgendeiner Weise mitschuldig. Klar. Der Herr Pfleger, weil er gemeint hat, er hat einen Auslöser zu dieser Verfolgungsjagd gegeben. Sie im Grunde, Herr Grell, weil Sie denken, Sie hätten die Angeklagte noch zusätzlich angestrahlt. Sogar die Frau Bohle macht sich Vorwürfe, weil sie ihren Mann noch ein bisschen aufgehalten hat. Sie, Frau Schmidt, eigentlich weniger wegen Ihres nachträglichen Verhaltens, wo Sie eigentlich aus meiner Sicht ein schlechtes Gewissen haben sollten, sondern wegen Ihrer Offenbarung, dass der Mann Familie hatte. Nur von Ihnen. Frau Thiel, da ist noch nicht ein einziges Wort gekommen, dass Sie sich schuldig fühlen. Geben Sie sich mal einen Ruck, Frau Thiel. Oder entschuldigen wollen. Ich sehe schon, da kommt auch nichts mehr. Nun gut, noch Fragen an die Zeugen? Herr Grell, herzlichen Dank. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Sie bleiben unvereidigt, genauso bleibt die Frau Schmidt unvereidigt. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Wir haben noch einen neurologischen Gutachter, einen Unfallsachverständigen. Ich denke, wir können auf beide eigentlich verzichten. Oder möchte den noch jemand hören? Nee, danke. Nehmen wir so zum Protokoll. Dann ergeht hier der rechtliche Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes entweder aus niedrigen Beweggründen oder aus Heimtücke in Betracht kommt. Dann stelle ich noch fest, dass der Angeklagte durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 14. Januar 2012 die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden ist. Ich verlese noch den Bundeszentralregisterauszug. Sie haben keine Eintragungen. Auch im Verkehrszentralregister finden sich keine Eintragungen. Noch irgendwelche weiteren Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, durch die Aussage von Frau Schmidt wissen wir, es war Mord und kein epileptischer oder cholerischer Anfall, der hier tatauslösend war. Die Angeklagte hat ihr Fahrzeug gezielt über Minuten in Richtung des Hauses von Herrn Bohle geführt, wo sie den völlig wehrlosen Mann heimtückisch aus Eifersucht überfahren hat. Und zwar ganz gezielt durch zwei geparkte Autos hindurch hat sie ihr Auto als Waffe benutzt. Ja, die Freundin der Angeklagten wollte sie während der Fahrt noch von der Tat abbringen, aber das war ihr egal. Sie wollte den jungen Familienvater umbringen, weil er ihr Liebe vorgespielt hatte. Das konnte sie nicht ertragen. Ja, Frau Schmidt, auch wenn Sie heute zur Tataufklärung beigetragen haben, Sie werden sich natürlich auch noch rechtfertigen müssen. Und was Sie angeht, Frau Thiel, beantrage ich lebenslänglich plus 5 Jahre Fahrerlaubnisentzug. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Ja, Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, es ist nicht immer leicht, in der Rolle des Verteidigers zu sein, zumal man der festen Überzeugung gewesen ist, hier eine Unschuldige sitzen zu haben. Es war wohl nicht so, aber es geht auch nicht um mich, sondern es geht um meine Mandantin. Und wie Sie schon richtig angeführt haben, Frau Staatsanwältin, war sie in Rage, weil sie betrogen wurde durch diesen Mann. Und deswegen war das auch kein Mord. Sie war in Rage, es war eine Affekthandlung. Das ist doch der klassische Fall des Totschlags. Der Totschlag, der mit Maximum 15 Jahre bestraft ist. Und deswegen beantrage ich hier, die Kirche im Dorf zu lassen, das zu berücksichtigen und hier eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren zu verhängen. Das halte ich für Tat und Schuld angemessen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Frau Thiel, die haben die Anträge nun gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Sonja Thiel ist schuldig des Mordes in Tateinheit mit beabsichtigten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Paragraphen 211, 315, Klein b, Absatz 1, Nummer 3, Absatz 3, 315, Absatz 3, Nummer 1a, 52, 69 und 69, Klein a, Strafgesetzbuch.
Sie wird deshalb zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Fahrerlaubnis der Angeklagten wird entzogen und der Führerschein wird eingezogen. Die Führerscheinbehörde darf vor Ablauf von 5 Jahren keine neue Fahrerlaubnis erteilen. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz, es geht doch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Bonn vom 14. Januar 2012 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Nicht der militante Radfahrer, kein Unfall, kein Anfall, kein Zufall, keine Fahrlässigkeit, auch kein Schicksal. Es war reine Absicht. Über Ihre Beweggründe haben Sie uns im Dunkeln gelassen. Deswegen müssen wir zu Ihren Gunsten eigentlich vom mildesten Beweggrund ausgehen. Und das ist, dass Sie erfahren haben, dass der Mann, in den Sie verliebt waren, eine Familie hatte. Und da waren Sie in Rage. Ja, nachvollziehbar eigentlich. Nachvollziehbare Wut. Und deswegen steht diese Wut auch nicht auf niedrigster Stufe. Und deswegen haben wir nicht niedrige Beweggründe hier angenommen. Aber Heimtücke, völlig arg und wehrlos hat der Herr Bohle sich gerade von seiner Frau verabschiedet, als ihn dieser Angriff getroffen hat. Das ist auch Mord. Da gibt es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Fahrerlaubnisentzug trifft sie nur auf dem Papier, weil sie nämlich deutlich länger in Haft sein werden, als wir ihnen die Fahrerlaubnis entziehen konnten. Gegen das Urteil ist noch innerhalb einer Woche Revision möglich. Die erste Wut verrauchen lassen, eine Nacht drüber schlafen, sagt man immer so schön. Ich bin sicher, dass Sie im Nachhinein betrachtet das auch tun würden und nach einer Nacht sicher schon anders gehandelt hätten. Jetzt ist der Mann tot, den Sie beide geliebt haben und den zwei kleine Kinder ganz fürchterlich vermissen. Mit Wut durchatmen ist wohl nicht Ihre Art, so wie es der Herr Krell gesagt hat. Wie heißt so schön bei Ernst Jünger? Aber mit einem Vulkan ist einfach nicht zu reden. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Nadine Schmidt wurde wegen versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr verurteilt.